Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt gut ausgerichtet und dass es einigermaßen scharf ist. Das war ja in letzter Zeit nicht so. Naja, ich bin nicht so technisch bewandert. Ich wollte euch heute mal einen Einkaufswagen-Chip zeigen. Und zwar hatte mich die Judith Kirchner gefragt, ob ich mal einen machen kann, ohne dass das Video geschnitten ist. Und naja, nun sitze ich hier und nun dachte ich mir, ich zeige euch das mal. Hab den Einkaufswagen-Chip jetzt schon angebuffert, dass ich sofort loslegen kann. Werde dazu benutzen das Sugar Disco White Blau. Blau? Ja, blau steht drauf. Gibt's auch noch im Shop? Steht schon wieder nicht scharf. Dann das Fantasy Love Blue. Wir machen Winterdesign, so mit Schneeflöckchen und solche Späßchen. Und ich glaube, dass das in diesem Paillettenmix mit drin ist. Andernfalls hatten einige das schon als Danke im Paket. So, ich trage jetzt hier erstmal eine Schicht Gel auf. Achso, ich werde dennoch die Kamera dann immer abschalten, wenn der Chip zum Härten im Lichterungsgerät ist, weil da muss ich ja nicht weiterlaufen lassen. Time Waster. Da werde ich dann mal ausschalten zwischendurch. So, jetzt, das ist noch ein bisschen Glitzer und Pinsel, wie man sieht, aber das ist gar nicht so dramatisch. So, in die Schwitzschicht reibe ich jetzt das Fantasy Love ein. So gleich den ganz kompletten Chip. Dann hat man einen schönen babyblauen Hintergrund. Macht sich ja gut für Winterdesign. Oh, hört ihr meinen Airbrush-Kompressor? Der muss ich wohl zwischendurch mal melden, dass er auch noch da ist. So. Das Ganze gebe ich jetzt noch mal für ein paar Sekunden in die Lampe. Und dann geht das weiter. Jetzt streiche ich wieder eine dünne Schicht Gel auf. Ihr könnt dazu alle möglichen Gele nehmen. Eigentlich. Außer natürlich die ohne Schwitzschicht. Das macht sich jetzt in diesem nicht so besonders. Wäre das passend in diesem Stadium. So, jetzt hier Gel drauf. Und jetzt nehme ich von dem Sugar Disco ein wenig. Klopfe das hier so drauf, wo ich es überall so hinhaben will. Und dann kommen die Pailletten zum Einsatz. Die Sternchen. Die kann man ja jetzt beliebig verteilen. Wo man sie gerne hinhaben möchte. Das jetzt wieder aushärten. Ich hatte eine Minute oder 30 Sekunden, je nachdem. 30 Sekunden reichen eigentlich in LED, aber ich schalte euch wieder kurz ab. Ausgehärtet kommt noch mal eine Schicht Gel drüber. Mal schnell den Kompressor ausschalten, hier macht mich wahnsinnig. Am besten eignet sich immer so ein Phasengel. Ihr könnt natürlich auch mit dem Schein abbasteln oder mit dem Fit-Up, aber ich denke, es ist ein wenig zu schade dafür. Ich nehme so Billiggel zum Basteln. Sehe ich gleich gar nicht, ob ich alles getroffen habe, aber ich denke mal schon. Das Ganze tue ich jetzt in LED eine Minute aushärten. So, jetzt haben wir alles überzogen. Alles schön eingebettet. Eine Minute aushärten.
Fertig ausgehärtet, Schwitzschicht entfernen. Fängt da an zu wackeln hier. Geht ab. So, mein Patafix hier unten wieder abziehen. Sieht aus wie Kaugummi. Haha. Mann. So, das legen wir jetzt mal beiseite. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt buffern wir den ganzen Spaß an. Erstmal eine glatte Fläche kriegen. Und dann kann es schon losgehen mit Airbrush. So. Alles schön angeraut. Airbrush. Ich wollte euch die Schablone zeigen. Wo ist sie? Ich benutze diese. Ist jetzt hier nicht mehr viel drauf. Weil ich. Wo ist meine Pinzette? Weil ich das Wort Winter gerne hier drüber hätte. Vorhin schon ausgemessen, das passt. Nehme dazu Weiß, wie es auch schon hier im Bild liegt. Also wieder anschalten. Und los geht's. So, und um ein kleines Highlight zu setzen, kann man, muss man aber nicht, in die Schneeflocken. Bisschen blau in die Mitte oder türkis. So, jetzt ziehen wir das wieder ab. Ui, die sieht man gar nicht wirklich. Naja, machen wir noch was anderes, nicht so schlimm. Machen wir die ganzen nochmal in Negativ. Alle dahin. Andere will nicht, doch. Eine dahin. Immer noch eine oben aus der Ecke. Na. Zack. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Nicht mal eine kleine unten auf die Ecke. Die auch gerade wieder nicht will. Jetzt. Zack. Und los geht's. Mal sehen, ob man die sieht. Surprise, surprise. Naja, ich denke mal, man sieht es dann erst beim Versiegeln. Wir werden sehen.
Und dann nehmen wir noch. Was nehmen wir denn? So, jetzt würde ich. Wo nehme ich denn die mal hin? Hier. Auch so fast über Eck. Gucken, was draus wird. Mach mal da mal die Spitzen blau. Mal sehen, wie das aussieht. Schauen wir mal. Ist ja jetzt nicht kaputt, Rupse. Ja, naja, auch nicht mal so schlecht. Machen wir jetzt hier nochmal. So, noch mal ein Blau der Wand. Dass man die auch sieht. Dann. Schon ganz niedlich aus. Eine geht noch. Wohin, wohin, wohin? Hier hin. Kurz wechseln. Nochmal blau. Hoppala. Und fertig. Jetzt versiegeln wir das mal und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Der wird so Spaß. Ich nehme dazu das Flash ab. Ja, jetzt kommt das natürlich nur so richtig raus. Fertig. Hübsch ist er geworden. Nicht schlecht. Ich härte den nochmal aus und hänge euch am Ende des Videos noch ein Filmchen an. Ach Quatsch, ein Bildchen. Mein Gott. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder mal was anderes sehen wollt, dann ganz laut schreien. Ich mache das, kein Thema. Ansonsten viel Spaß beim Nacharbeiten und bis bald.